1950. Austragungsort Brasilien. Sieger Uruguay. 2006. Austragungsort Deutschland. Sieger Italien. 2010. Austragungsort Südafrika. Sieger Spanien. 2014. Austragungsort Brasilien. Sieger. Hallo und herzlich willkommen zum größten Ereignis der Fußballwelt in diesem Jahr, und zwar zur Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, zum Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft zwischen Brasilien und Kroatien. Ja, also meine Prognose fängt damit auch an. Ich werde das wahrscheinlich eine Woche vorher oder so freischalten. Ich weiß es noch nicht, wann genau. Auf jeden Fall jetzt mit dem ersten Spiel Brasilien gegen Kroatien. Brasilien als Gastgeber natürlich gefordert von ihren eigenen Fans. Auch sie selber setzen hohe Erwartungen an diese Weltmeisterschaft. Viele nennen sie auch als Favorit dieses Jahr. Haben ja auch den Confederations Cup gewonnen. Und Kroatien geht ja so fast ohne Erwartungen in dieses erste Spiel, weil die Brasilianer natürlich eine andere Hausnummer sind. Aber die Kroaten sind auch keine schlechte Mannschaft. Man bedenke einen Modric oder einen Mario Mandzukic, die beide Weltklasse-Spieler sind, von Weltklasse-Format. Also die Kroaten können sich auf jeden Fall wehren. So ist das natürlich nicht. Hier sieht man die brasilianischen Fans, die natürlich auf ihre Mannschaft hoffen und hoffen, dass Brasilien das erste Mal wieder seit 2002 die Weltmeisterschaft gewinnt. Damals ja im Finale gegen die Deutschen ausgerechnet, wo Ronaldo noch die Tore erzielt hat. Jetzt zur Aufstellung: im Tor steht Julio César, rechter Verteidiger ist Dani Alves, in der Mitte David Luiz und Thiago Silva, dann Marcelo, dann davor Lucas und Luis Gustavo, dann Oscar, dann William, dann Hulk und dann Neymar. So treten die Brasilianer auf. Die Kroaten spielen mit Pletikosa, Srna, Korluka, Simonic, Daniel Pranic, Luka Modric, Ivan Rakitic, Ivo Iličević, Ivan Perisic. So viele mit I, ne? Ist unfassbar. Und Mario Mandzukic im Sturm und davor noch Eduardo, der ja damals sich irgendwie bei einer WM verletzt hatte, ganz dolle, glaube ich. Vor einer WM oder so, weiß ich nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, los geht's. Die Weltmeisterschaft startet hiermit in Brasilien. Und Brasilien von links nach rechts in den gelb-blau-weißen Trikots. Und ja, Kroatien in den blauen Trikots. Schiedsrichter ist ein Argentinier und ja, mal gucken, was dieses Spiel hier bringt. Die Brasilianer haben jetzt erstmal den Ball gehalten nach dem Anstoß und ja, ist noch nicht viel passiert, kann man natürlich auch nicht sagen. Viele aus London, hier zum Beispiel William, spielen bei den Brasilianern, auch ein Oscar, auch ein David Luiz und so weiter. Also da sind schon viele dabei und Luiz zum Beispiel hat ja eine klasse Saison gespielt oder ein, ja, Neymar war jetzt nicht so klasse, aber naja. Aber erster Angriff der Kroaten, Modric mit dem Pass auf Eduardo. Eduardo 1:0 für die Kroaten. Paukenschlag in der 9. Minute durch Eduardo, der zum 0:1 trifft. Sein erstes Tor in der WM, ist ja klar, im ersten Spiel geht es ja auch nicht anders. Auf jeden Fall, ja, auf einmal war der Ball im Netz. 9. Minute, Pass von Modric aus dem Mittelfeld, der dann komplett frei steht, der Eduardo. Und der macht den dann sowas von locker rein zum 1:0 für Kroatien, also aus kroatischer Sicht. Also
Schock für die brasilianischen Fans, die jetzt hier damit erstmal umgehen müssen, dass die Brasilianer doch nicht führen und jetzt doch hinten liegen gegen den vermeintlichen Außenseiter. Aber die Brasilianer versuchen natürlich, das jetzt gleich auszugleichen. Gleich mit Zug nach vorne greifen sie an, aber verlieren den Ball, vielleicht noch einen Konter. Aber doch, Ivan Perisic hat den Ball gegen Dani Alves. Doppelpass mit Mandzukic, aber dann hat David Luiz den Ball ganz locker und spielt nach Willian, der auf Oscar und der auf Neymar. Neymar jetzt relativ viel Platz. Luis Gustavo mit dem Pass auf Neymar, aber der kommt nicht an. Ja, kläglicher Versuch eben der Angriff von den Brasilianern, aber jetzt nochmal Neymar. Neymar lupft ihn auf Oscar. Oscar! 1:1, was geht denn hier ab 16. Minute? Richtig schneller Start hier in Sao Paulo. Oscar gleich mit dem Ausgleich, mit dem 1:1, nimmt den Ball, Volley, Pleticosa hat keine richtige Abwehrmöglichkeit. Schöne Vorarbeit von Neymar und dann steht es auf einmal nur noch 1:1. Also die Führung hat nicht wirklich lange gehalten. Erste richtige Chance für Brasilien, auch sie schießen mit der ersten Chance ihr erstes Tor, genau wie die Kroaten. Also 16 Minuten gespielt und schon sind wir wieder bei 0. Aber naja, wer weiß, was sich hier noch entwickelt über das Spiel. Jetzt der lange Ball mal, aber der kommt nicht an, denn da ist Dani Alves zwischen, der dann Thiago Silva anspielt. Wie gesagt, die Brasilianer werden von vielen als Favorit gehandelt. Deswegen wäre es ja auch inakzeptabel für sie gewesen, wenn sie das Spiel aus der Hand gegeben hätten. Und Modric jetzt mit einem kläglichen Versuch, den Ball nach vorne zu spielen, aber Julio César kriegt den Ball und hat keine großen Probleme. Jetzt Willian mit dem Fehlpass, den Perisic abfängt. Aber den holt er sich wieder, aber dann gibt es den Einwurf für die Kroaten. Und ja, rasanter Beginn, würde ich mal sagen, in Sao Paulo. 23 Minuten gespielt, schon 2 Tore. Und wieder David Luiz, der wieder den Zweikampf gewinnt. Macht bisher ein relativ gutes Spiel, muss man sagen. Also Zweikampfquote ist, glaube ich, nicht die allerschlechteste. Jetzt versuchen es die Brasilianer nochmal über den Pariser Lukas, der auf Willian, der auf Hulk. Und Hulk dann auf Lukas. Lukas zieht nach innen. Lukas mit dem Pass auf Luis Gustavo, der mit dem Pass auf Neymar. 27. Minute. Neymar zieht nach innen. Neymar! Und da ist das 2:1 für die Brasilianer. Auch sein erstes Tor. 29 Minuten gespielt. Es steht 1:1 nicht mehr. Denn es steht 2:1. Tut mir leid. Ja, Tor von Neymar, der. Boah, es war aber auch schön herausgespielt von den Brasilianern, muss man sagen. Schöner Pass von Lukas da auf Luis Gustavo, der den Ball direkt weiterleitet zu Neymar. Und der macht das dann sowas von trocken. Und ja, bitter natürlich für die Kroaten, die jetzt auf einmal... Oh, jetzt gibt es einen Freistoß für die Kroaten. Von Zrna wird er getreten in der 30. Minute. Zrna bringt nach innen, aber da ist niemand wirklich... Außer Thiago Silva, aber jetzt Iličević, Ivo Iličević und wieder Julio César. Oder nicht wieder, das erste Mal, glaube ich, mit seiner Parade. Aber naja, 31 Minuten sind jetzt schon rum und der Kopfball dann von Mario Mandzukic, der dann aber nicht allzu gefährlich wird. Auch darauf müssten die Kroaten eigentlich setzen, auf diese Kopfballstärke von Mario Mandzukic, aber dann nochmal die Kroaten mit der Chance und Iličević verliert den Ball wieder an David Luiz, der wirklich ein sehr gutes Spiel bisher abliefert. Aber das Problem ist, wenn man auf einen Mario Mandzukic setzt mit Kopfballstärke, also heute gegen Brasilien, wird es, glaube ich, eher nichts mit gegen einen David Luiz und einen Thiago Silva. Das wird dann eher schwierig, da zu Kopfballtoren zu kommen. Weil das ja auch zwei starke Verteidiger sind. Fehler jetzt von Thiago Silva, aber wieder kommt David Luiz und bereinigt das Ganze für den Pariser. Und jetzt vielleicht gleich der Gegenangriff, aber den verliert Neymar. Schwach an der kroatischen Abwehr. Also nach diesem rasanten Beginn hat sich nicht wirklich mehr viel getan. Also schon ein paar Chancen, aber jetzt auch kein Feuerwerk, sagen wir es mal so. Also es gibt viele Angriffe, viele Versuche, die nichts werden. Und jetzt vielleicht nochmal Brasilien über Luis Gustavo, der auf Hulk und der wird vom Ball getrennt. Und so läuft das halt ganz schön oft hier. Heute würde ich sagen, dass irgendeine Mannschaft anläuft und sie den Ball verliert. Jetzt vielleicht mal Willian. Willian verliert auch wieder den Ball an der Abwehr. Aber sie holen sich wieder. Noch in der gegnerischen Hälfte. Willian verliert den Ball abermals. Aber holten sich wieder. Willian.
Der Londoner mit dem Versuch, aber das ist überhaupt nicht gefährlich. So gibt es die Ecke, die dann gleich von Oscar ausgeführt wird. Und in der Mitte ist David Luiz, der aber nicht zum Kopfball kommt. Und jetzt Lukas nochmal. Lukas! Boah. Riesenmöglichkeit für den Pariser. Und gleichzeitig pfeift der Schiedsrichter zur Halbzeit. 2:1, also für Brasilien in Sao Paulo gegen Kroatien zum Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft. Zweite Halbzeit geht los. Krančar kommt für Ivo Iličević in die Partie. Also der Hamburger verlässt jetzt die Partie. Und für ihn kommt Krančar. Ja, also los geht's. Die zweiten 45 Minuten sind ja angepfiffen. Und mal sehen, was uns hier noch so widerfahren wird. Oh, jetzt aber Eduardo. Jetzt steht Luis Gustavo. Nicht Luis Gustavo. David Luiz ganz schön weit weg. Aber gewinnt den Ball trotzdem. Wieder ein Zweikampf gewonnen von ihm. Der macht ein unfassbar krasses Spiel, wirkt mega motiviert. Und jetzt Ivan Rakitic und wieder der Fehlpass. Und jetzt haben die Brasilianer vielleicht mal ein bisschen Platz über Willian, der Lukas schickt. Aber der verliert auch wieder den Ball. Es sieht danach aus, als würde es genauso weitergehen wie in der ersten Halbzeit. Aber das wäre sehr ungünstig. Jetzt Marcelo. Marcelo, 51. Minute, hat viel Platz. Marcelo! Meine Güte, 51. Minute. Marcelo zieht auf einmal aus der Distanz ab und dann kann Pletikosa ihn abwehren. Und krasse Möglichkeit, anschließende Ecke von Oscar und in der Mitte ist Thiago Silva. Und Pletikosa hält ein weiteres Mal. Das war jetzt mal wieder, ja, kleines Ausrufezeichen von den Brasilianern, von Marcelo, dem Madrilenen, der ja nicht unbedingt gesetzt ist, zum Beispiel gegen die Bayern, hat nämlich Coentrao gespielt. Und ja, aber ist jetzt auch nicht so, dass er nur Bankdrücker ist. Jetzt Brasilien über Marcelo, der schön Neymar schickt. Neymar zieht nach innen. Neymar mit dem Pass in die Mitte. Und da wäre Halt gewesen, aber der Ball wird abgewehrt von dem Kroaten. Jetzt nochmal Halt, der hat einen Schuss. Halt und Pletikosa und da ist Lukas und gewinnt das Kopfballduell. Aber natürlich nicht, ist natürlich nicht der Größte. Und so kann Kroatien jetzt vielleicht nochmal kontern über Eduardo, der den Ball aber wieder verliert an Marcelo und dann kommt der Ball bei Willian nicht an. Und so haben die Kroaten doch erstmal wieder Ruhe, wenn sie den Ball jetzt nicht gleich schon wieder verlieren. Jetzt Mandzukic mit dem Pass auf Eduardo und Eduardo wird wieder vom Ball getrennt, diesmal von Thiago Silva, dem Pariser. Oh ja. Bitter natürlich für die Kroaten, die immer wieder versuchen, irgendwas zu machen, aber immer wieder den Ball verlieren. Das läuft bei den Brasilianern in der zweiten Halbzeit jetzt ein bisschen besser. Halt mit der nächsten Möglichkeit. Meine Güte, die Kroaten verteidigen jetzt viel, viel schlechter, lassen viel mehr zu. Und so kommt Brasilien zu ihren Möglichkeiten, die sie aber nicht reinmachen. Und ja, dann der Wechsel. Olic kommt für Mandzukic und Diego kommt für Oscar und Fred kommt für Willian. In der 66. Minute, also drei Wechsel, einen machen die Kroaten und zwei die Brasilianer. Diego, der ja zu Atletico gewechselt ist, ja, letztens noch Bankdrücker bei Wolfsburg und jetzt steht er im Champions League Finale. Das ist natürlich, ich kann das nicht weiter voraussehen, weil ich das ja ein bisschen voraufnehme. Es kann sein, dass sie das jetzt inzwischen schon gewonnen haben. Wer weiß, aber jetzt Fred mit der Chance und wieder Pletikosa, der die Kroaten hier krass im Spiel hält. Klasse von Fred, den Verteidiger aussteigen lässt und dann mit dem Abschluss aber klasse Parade von Pletikosa und die anschließende Ecke ist von Dani Alves und da ist wieder nichts Gefährliches. Die Ecken enttäuschen mich heute von den Brasilianern. Hätte ich mehr erwartet, muss ich sagen, und Diego versucht es dann nochmal kläglich. Aber naja, wie gesagt, da hätte ich viel, viel mehr erwartet, vor allem durch einen David Luiz oder einen Thiago Silva, aber eckballtechnisch ist da noch nicht viel passiert. 17 Minuten noch zu spielen hier in Sao Paulo. Mal sehen, ob die Brasilianer noch irgendwie entweder ausbauen können oder vielleicht noch einen reinkriegen, wer weiß. 74. Minute ist es jetzt und David Luiz klärt mit einem Fallrückzieher. Sieht man auch nicht alle Tage. Und jetzt Eduardo auf Olic. Und Olic. Ivica Olic. Und dann kommt der Ball zu Perisic. Ivan Perisic mit der großen Chance. Kroatien meldet sich zurück. Durch eine riesengroße Chance von Ivan Perisic. Und dann macht Julio Cesar sich lang und hält den Ball. So, die Ecke jetzt
von Eduardo kommt. Und in der Mitte ist Perisic, gewinnt aber natürlich auch wieder nicht das Kopfballduell. Und Modo schlägt nach innen zu Rakitic. Jetzt spielen sie es wie ein Handballverein. Olic auf Rakitic, Ivan Rakitic! Und Julio Cesar tut, als hätte er es sonst wie geahnt. Aber meiner Meinung nach war das nicht allzu ungefährlich, sagen wir es mal so. Aber naja, er hat es gesehen, hat er Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Jelavic kommt jetzt für Eduardo in die Partie und soll in den letzten 10 Minuten noch versuchen, irgendwas herauszuspielen oder den Brasilianer nochmal Angst zu machen. Jetzt Jelavic das erste Mal am Ball hier, legt den Ball gleich weiter auf Rakitic und der mit dem Ball weiter auf Perisic. Aber Daniel Alves ist schneller, verliert den Ball dann aber doch wieder an Perisic, Ivan Perisic! Und die Parade wieder von Julio Cesar, also die beiden Torhüter sind richtig gut drauf heute. Und ja, Brasilien gleich wieder im Konter. Halk mit dem Pass auf Diego. Diego wird dann gefoult. Ja, wird gefoult. Es gibt einen Freistoß für die Brasilianer, den der Gefaulte gleich selber nimmt. Und Pleticosa hat Glück, dass der Pfosten ihn rettet. Sonst wäre das jetzt doch wieder das 3:1 gewesen. Meine Güte. Jetzt kommen hier aber Chancen über Chancen in dieser Partie. Und Brasilien will natürlich jetzt auch die Entscheidung. Und was macht Neymar denn da? Stoppt den Ball und schießt ihn dann irgendwie... Nein. Komische Aktion und Marcelo ein bisschen unsicher natürlich jetzt. Ist klar, dass er ein bisschen verunsichert ist durch diese Chancenvielfalt hier auf beiden Seiten. Und naja, aber jetzt nächster Fehlpass. Jelavic schlägt weiter auf Rakitic, Ivan Rakitic vor Julio Cesar und wieder Cesar da, der den Ball wieder hält. Klasse gemacht von Julio Cesar, der wirklich den Brasilianern hier am Ende die 1 rettet, sagen wir es mal so. Ja, Glück, wie gesagt, für die Brasilianer. Und jetzt nochmal 90. Minute, Ecke durch Ivan Perisic in der Nachspielzeit. Ivan Perisic, die Ecke ist komplett schlecht, aber Corluca kommt da doch noch ran. Hätte ich nicht erwartet, aber naja, jetzt vielleicht nochmal der direkte Konter über Fred. Und Fred legt ihn weiter auf Neymar. 90. Minute, Neymar und wieder Pleticosa. Das ist unfassbar. Fred köpft den Ball dann noch zu Lukas. Lukas und wieder Pleticosa. Heilige Mutter Maria, Alter. Was für Torwartleistungen hier heute in diesem Eröffnungsspiel. Klasse Parade von Pleticosa, der sich da streckt und die anschließende Ecke durch Daniel Alves und wieder kommt David Luiz nicht zum Kopfball. Aber vielleicht Neymar zum Abschluss. Nein, er verliert den Ball und legt nicht nach außen, sondern will ihn behalten. Neymar mit der Hacke zu Diego. Diego mit dem Schuss vom eigenen Mann abgefälscht, von Fred nämlich. Und jetzt vielleicht nochmal die Konterchance für die Kroaten. Krančar verliert den Ball an Luis Gustavo und der auf Neymar. Und Neymar hat viel Platz, kann eigentlich viel machen. Neymar legt ihn auf Diego und Diego zieht nach innen und verliert den Ball dann richtig schlecht. Und jetzt sollte er eigentlich abpfeifen, macht er aber immer noch nicht. Jetzt vielleicht doch nochmal die Konterchance, aber den verlieren sie wieder. Also die Kroaten vergeben jetzt viel durch Fehlpässe. Und Diego nochmal auf Neymar. Neymar mit einem schönen Trick lässt Srina da ein bisschen weiterlaufen, als er muss. Und ja, Neymar verliert dann den Ball. Und dann der lange Ball und dann ist es zu Ende. Das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft endet mit 2:1 für Brasilien. Das 1:0 für die Kroaten machte Eduardo, das 1:1 machte Oscar und das 2:1 machte Neymar. Naja, das war's mit meinem Part oder mit meiner Zognose hier. Und ja, wir sehen uns gleich in den Statistiken wieder, solange ich die mit aufgeschrieben haben sollte. Naja, haut da rein. Bis dann, Mann!